Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einer neuen Botschaft. Ja, mit Botschaft, neues Outfit an der Strandpromenade mit Leuchtturm, der Fels in der Brandung und der Orakelnixe höchstpersönlich und natürlich mit den Kartendecks. So, ich setze euch schon mal auf. Ja, wo setze ich euch denn hin? Auf die Düne. Ihr habt einen guten Ausblick, hoffe ich, von der Düne. Ja, von etwas erhobenerem Trönchen. Und ich hoffe, ich schieße euch nicht hier runter, sondern ihr bleibt schön auf den Plätzen sitzen. Ja, ich versuche nicht so wild zu sein. Wenn es hier raschelt, das ist immer noch meine Palme. Ja, dieses riesen Ding hier, eins von mehreren. Ich habe hier noch momentan ein bisschen mit Urlaubsbusch-Feeling zu kämpfen. Also ich muss mir noch ein bisschen den Platz einrichten. Ich bin noch nicht so ganz zufriedengestellt mit meinem neuen Plätzchen. Aber wir bekommen es hin. Gar kein Thema. Wie gesagt, wenn es ein bisschen raschelt, das sind die Palmenwedel hier. Ja, ich weiß nicht, wer hier wieder an der Palme wedelt. Vielleicht bin ich selber. Ja, egal. Anderes Thema, nämlich Karten. Karten. Was machen wir heute? Heute machen wir ein Kraut und Rüben. Ich weiß nicht, was uns erwartet, welches Thema, welche Situation. Ich lasse es offen, denn so bekomme ich immer am meisten Infos durchs Universum, durch alle himmlischen und Naturgeister. Und ja, was soll ich sagen? Wir legen einfach los. Ja? Wir starten heute mal mit dem Tarot. Ich mische, solange mir das Universum es befiehlt oder erlaubt, ja, solange es sich einigermaßen leicht anfühlt und natürlich auch gut. Ich kann ja nicht alle 72 Karten hier auf einmal deuten, das geht nicht. Also ein guter Schwung der Tarots legen wir hier mal als Grundelement aus, als die Basis. Ui, da kommt jemand mit schnellen Galoppschritten an die Strandpromenade oder rauscht vorbei. Wir werden es gleich sehen, wer hier denn, ja, vielleicht für teure Fotos sorgt, wenn man hier so schnell unterwegs ist. Ja, untenwegs, unter den Tisch. Ich muss mal wieder Tiefsee tauchen gehen. Oh, okay, ist auch gut, wenn die Karte unter den Tisch gefallen ist, denn hier sind die Naked Dice zu sehen. Die sollten wir natürlich erstmal anziehen. Ja, ich, die Liebenden, ich lege sie jetzt einfach mal unter die Bettdecke, bevor YouTube hier einen Koller bekommt. Ja, wir wischen nochmal, ob noch was kommt. Ich denke aber, das Wesentliche liegt hier schon. Ja, noch einmal. Haben wir noch was? Okay, das reicht auch schon, sonst wird es too much. Gut, ich drehe sie gleich mal um, außer die Naked Dice, da muss ich mir noch was überlegen. Die Naked Dice, ja, die Naked Dice, die machen wir. Wie machen wir sie denn zu? Muss mal gucken, ob es reicht mit dem hier. Wupp. Ja. Ich lege sie mal so hin. Ich hoffe, ich schieße sie jetzt nicht ab. Also, ich mache sie dann nicht wieder splitterfasernackt. Na. Machen wir zum Schluss. Ich lasse es mal so liegen. Oh Mann, mit was man nicht alles zu kämpfen hat hier, ja. Es ist echt der Wahnsinn. So, muss noch ein bisschen schieben, dass ihr alles seht. Ja. Gut. So, ein bisschen die Richtung. So, dass ihr seht, welche zusammen sind, ganz egal. Ob es jetzt ja ein bisschen mehr so oder so, ganz egal, Hauptsache man sieht, welche Karten zusammengehören. Die erzählen eine Story, eine Geschichte, ja, oder eine Situation oder auch einen Menschen, die sie beschreiben. Und ja, es ist schön, zum Kreis gefallen sind. Es gefällt mir schon irgendwie richtig gut. Ich bin mal gespannt, was sich mir hier noch eröffnen wird und euch natürlich auch. So. Liebes Universum, was geht's hier denn?
Ja, Tarot kann man ja weit deuten, Lenormand ist auch, aber so ein paar Überschriften wären schon nicht schlecht. Pro Karten Stäbchen, das sieht schon mal sehr, sehr schön verteilt aus. Das war mir jetzt ein bisschen too much, muss ich sagen. Die einzelne lassen wir noch. Das lassen wir auch so. Ich bin eher ein Freund von mehreren einzelnen Karten, wie jetzt so ganze Stapelweise, was natürlich auch mal sein kann. Aha, okay. Die lassen wir mal auf der Seite liegen, ohne Verbindung. Sehen wir es noch? So, einmal. Nicht mehr, okay. Nicht mehr. So, dann nehmen wir noch ein kleines anderes Lenny-Deck dazu. Als bunten Farbtupfer und Ergänzung. Aha. Ui. Einzelne Karten sind einfach wunderbar, wie sie überall hinflitzen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. In alle Himmelsrichtungen, alle Windrichtungen. Raus aufs Meer. Renn an Strand. Tipp, tipp, tipp. Ja, demnächst bekomme ich noch Sand an meinen Strand. Statt diesen Kieselsteinchen, wie ich sie nenne, dieses Kieselgrau. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass ich nächste Woche meine Sandlieferung bekomme. So, und ich glaube, das war's. Ja, der Bär will noch nicht so ganz. Wollen wir noch mal, sollen wir nicht? Ja, noch eine Runde. Okay, Fischleins. Jetzt schauen wir noch ans Unterdeck. Da haben wir die Sterne, Beobachtung, auch eine Wunscherfüllung. Wir haben die Stabilität, das Haus. Und die Tarots lassen wir mal zu. Da habe ich gerade nicht das Bedürfnis, drunter zu sehen, weil sie einfach zu weitdeutend sind. Für mich sind die Unterdecks dann immer als Schlagwort, ja, eine konkrete Aussage. Also Beobachtungsphase im näheren Umfeld oder jemand beleuchtet sich nach innen auch, hält Innenschau ab, je nachdem, um was es hier geht. Jetzt werden wir mal die ganze Sache hier rückwärts aufdröseln. Wir haben hier zum einen Schlüssel, Fische und Karma, Schicksalskreuz, ja. Hier geht es um eine schicksalshafte Aufgabe. Hier ist eine Seelenverbindung, die, ja, stärker werden könnte, weil sie hinterm Kreuz liegt. Meine Stammzuschauer wissen es. Links vom Karma-Kreuz wird es leichter oder nimmt auch ab, wird etwas weniger wichtig. Danach nimmt es zu und wird auch wichtiger werden, kraftvoller. Und da haben wir eben die Fische oder auch die Finanzen, dass es vielleicht auch vermehrt kommt oder auch vermehrt geht, könnte auch sein. Jedoch mit dem Schlüssel heißt es hier eine Lösungsfindung, etwas aufschließen oder auch was abschließen. Aber hier habe ich keinen Sarg dahinter. Wenn ich jetzt die weiteren Lennys dazu deute, haben wir hier die Harmonie. Die Harmoniebedürftigkeit, die man hier aufschließen möchte. Man möchte eine Klärung oder auch Wunscherfüllung. Ja, auch die Spiritualität ist hier angezeigt. Ja, Harmonie im spirituellen Wachstum oder auch in diesen Aufgaben, die man hier, ja, sich neu aneignet, auch einen neuen Wissensschatz über die Spiritualität, bringt einem die Harmonie auch mit sich selbst oder auch eine Versöhnung. Ja? Vielleicht hat ja jemand mit Spiritualität nicht viel am Hut gehabt und hat eventuell, wenn es um dich geht, denn du bist ja durchaus spirituell, sonst wärst du ja nicht hier in der Strandpromenade, ja, vielleicht hast du hier jemanden auch auf den Trichter gebracht, dieses Themas. Also dieses Rascheln hier, das wird euch bestimmt ein bisschen im Hintergrund, ja, ich will nicht sagen nerven oder stören, aber Palmi, mach mal ein bisschen die Biege hier. So, versuch mal hier einen Wedel ein bisschen nach unten zu biegen. Nein, will nicht. Okay, dann muss ich mir was überlegen. Weiter geht's im Text. Also, spirituelles Wachstum, spirituelles Wissen und vor allem die Weisheit, ja, die Weiterentwicklung, Intelligenz und Weisheit ist die höhere Ebene. Schön. Wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir switchen jetzt nach links zum Ausgleich. Da haben wir die Mäuse, den Hund und ja, die Krone.
Eine Freundschaft steht Kopf, wurde auf den Kopf gestellt. Ja, hier hat jemand Kummer, Ängste, eine Freundschaft zu verlieren, jemanden, der einem sehr gewogen war oder ist, je nachdem. Ja, man hat ja eine kraftvolle, schwungvolle, elegante, glänzende, ja, stabile Verbindung, die allerdings derzeit eben auf dem Kopf steht. Ja, also man hat hier wirklich Angst, einen treuen Seelengefährten verloren zu haben oder verlieren zu können, weil hier irgendeine Schwierigkeit ist oder war. Der Hund, der treue Seelengefährte, es kann eine Freundschaft sein, Bekanntschaft, Verwandtschaft, ja, Kameradschaft, Kollegium oder eben auch partnerschaftlich, ja. Schauen wir mal, was das Tarot hier dennoch sagt, die unmittelbar darunter lagen. Ja, die Gerechtigkeit und Ritter der Kelche. Ja, vielleicht hat sich hier jemand ungerecht behandelt gefühlt, ja. Das Glück konnte hier nicht wachsen, die Harmonie auch nicht. Ja, das Verstehen, das innere Verstehen hat hier jemand nicht ganz so gecheckt, hat hier nicht den Checker gespielt oder machen können, weil sonst wäre hier etwas nicht in den Verlust geraten. Ja, ein Stück weit Verlust sehe ich hier, denn die Mäuse nagen ja auch die Energie weg. Ja, die Energie in Form von Käse und so weiter, ja, also Energieräuber. Ja, hier war etwas nicht ganz so ausgewogen zum Schluss, bevor es hier irgendwie ja, eine Auszeit, einen Cut gab, eine Reißleine, die gezogen wurde. Denn ja, irgendwie ist vom Glücklich und Verliebtsein ein, wie soll man sagen, ein Sturz vom Pferd gekommen, ja, also hier ist irgendein Ritter vom Pferd gefallen, vielleicht, weil hier das Pferd vor dem Fluss gescheut hat. Ihr kennt es vielleicht, viele Tiere haben vor Wasser Angst, weil sie, so vermutet man, nicht richtig sehen können, wie tief es ist und der Spiegel, es macht auf jeden Fall Angst. Also Wasser heißt ja auch in den Kartendecks Gefühle, ja, nichts als Gefühle, ja. Und hier ist vielleicht jemand vom Pferd gekippt, weil man mit den Gefühlen nicht klar kam, ja. Die Tendenzen haben wir derzeit sehr, sehr, sehr oft, ja, dass jemand mit einem Gefühlsfluss oder Überschuss nicht klarkommt. Ja, vielleicht ist hier jemand von einer Gefühlswelle vom Pferd geschleudert worden, geschwemmt worden. Ja, oder das Pferdchen hat eben einen vom Pferd, genau. Das Pferdchen hat den Reiter einfach abgeworfen. Ja, denn wir haben hier die Hemmungen, das Wegsehen, auch Bedürfnisse verdrängen. Also äußere Verbote und Beschränkungen wie eine Art Gefängnis, sich gefangen fühlen, Krise, Angst, Blockade, auf etwas verzichten, bedrückende Gedanken, Hemmungen. Das sieht mir nach der aktuellen Energie aus, denn die Karte lag ja allein. Das heißt, hier mit dieser Verbindung, die man hier in Schutt und Asche gelegt hat durch den Sturz vom Pferd, fühlt sich jemand wirklich so, ja, irgendwie in sich selbst gefesselt, an sich selbst gebunden, ja, an nichts anderes, so wie es hier aktuell aussieht, sondern ganz alleine, ja. Man sieht nichts, man riecht und hört vielleicht auch nichts, wie die drei Affen, ja, nichts sehen, nichts hören, nichts riechen und sonstiges. Ja, hier hat sich vielleicht auch jemand komplett zurückgezogen und kommt oder kam hier mit dieser Situation überhaupt nicht klar. Was auch immer hier dazu geführt hat, vielleicht erfahren wir es noch. Heieiei, ja, die Holzkiste liegt ja oben drauf. Die hatte ich jetzt eben schon ansprechen wollen, dass hier noch keine Sargkiste ist, aber wir haben sie ja hier mittendrin. Ja, also hier gab es wohl mittendurch einen Cut und ich weiß ja, und ihr auch, dass hier drunter die Liebenden sind. Hier gab es einen Cut
zwischen zwei Liebenden. Und ich habe daneben auch schon die Königin der Schwerter, was mich vermuten lässt, dass hier jemand mitgemischt hat. Auf welcher Ebene auch immer es ist, sei es ein Elternteil, das mitmischt, allgemein die Verwandtschaft, Freunde, Bekannte, sogenannte Freunde, Ex, noch Partnerin oder Partner, Kollegium. Ganz egal, wer oder was es ist, hier hat jemand reingequatscht. Ja. Wir haben hier oben. Ja, eine Liebesverbindung, die scheinbar abgelaufen ist, ja, auch nie jede Menge Geduldsproben auferlegt hat, dir und deinem Gegenüber, so wie es aussieht. Ja, hier gab es jede Menge Aufgaben zu lösen, vielleicht sogar in einem Zeitraum, in dem es nicht lösbar erschien. König der Schwerter, der Magier und Ritter der Schwerter. Ja, was ich vorher schon gesagt habe, hier ist jemand mit schneller Energie unterwegs. Ja, hier kommt es mir rein, wie wenn das hier ein Gegenüber sein könnte. Ja, König der Schwerter, hier prüft jemand sachlich, welche Entscheidung zu treffen ist. Ja. Und welchen Rat man auch verfolgt. Vielleicht hat man hier auf den Rat eines Menschen gehört, der es einem jedoch nicht ganz so gut gemeint hatte. Ja, vielleicht auch nicht schlecht, jedoch fühle ich es hier so, dass jemand hier sehr ego-basiert war. Ja, König der Schwerter ist auch ein Stück weit ego-basiert. Jedoch glaube ich, dass man hier sich noch mehr beeinflussen lassen hat, wie von seinem eigenen Verstand eh schon. Zeit zu handeln, entschieden seinen Weg zu gehen und dabei die eigenen Fähigkeiten nutzen, neue Phase beginnt, Erfolg, Pläne umsetzen, ja, Anziehungskraft verzaubern und positiv gestalten. Also hier darf jemand nun sortieren und gucken, was oder wer tut oder tat mir wirklich gut in der Seele, nicht nur oberflächlich den Narr, den Hofnarr gespielt oder den Magier irgendwas einem vielleicht hier vorgemacht, vorgezaubert und puff, Illusion weg, ja. Denn hier, ja, Eiszeit, Herzlosigkeit, aggressive Auseinandersetzung. Ja, eine unruhige Zeit und auch die Ungeduld ist hier angezeigt. Also hier ist jemand zum einen ungeduldig, wenn man weiß, hier läuft eben was ab, ja, in einer Herzensverbindung und zum anderen vielleicht auch anderen Energien, Menschen oder Situationen gegenüber, wo man einfach so, ihr könnt es, ich komme nicht voran und es geht nicht so, wie ich will. Also hier ist jemand vielleicht auch wütend und stinksauer auf sich selbst gewesen, weil man irgendetwas nicht hinbekommen hat, sei es die Kommunikation, sei es die Gefühle zeigen, leben oder vielleicht auch mal was sagen. Irgendwas ist hier im Busch oder hinter der Düne versteckt. Ich bin mal gespannt, ob sich hier was offenbaren wird. Wir schauen mal hier auf die einzelne Karte, die 9 der Münzen, Glück in der Liebe genießen, große Bereicherung. Ja, Wohlstand innen und außen im richtigen Moment die Gelegenheit nutzen. Und da sie außerhalb liegt, ja, hier schon fast wie eine Königin der Münzen. Es sind schon sehr, sehr viele Münzen, auch nicht die Fülle, auch noch nicht Ass. Aber es könnte hier schon die Königin der Münzen angezeigt sein. Vielleicht mal die Prinzessin noch, ja, die schon Richtung Leuchtturm geht oder vielleicht auch in den Leuchtturm gegangen ist und erstmal gesagt hat, ey, wenn du hier dauernd so wie die Axt im Wald unterwegs bist, dann bin ich mal raus, ja? Hat sich vielleicht jemand auch rausgezogen. Fakt ist hier, Glück in der Liebe ist momentan auf die Seite gelegt, denn hier hat jemand noch was zu bereinigen. Zum einen hier etwas nicht loslassen wollen, möchten, können, dran festhalten und zum anderen hier diese Kampfesenergie. Was ist denn hier los? Also eine komplette, ja, Beendigung, Veränderung, eine krasse Veränderung sehe ich hier. Ja, das können wir so oder so rum, ganz egal. Also ich sehe es eher so rum.
Hier hat jemand einen Cut hinter sich gelassen, hat sich von etwas oder jemandem gänzlich abgewandt. Irgendjemand, der einem nicht gut tat. Wir wissen, hier die Liebenden, ich zeige es euch nochmal, so, angekleidet, die Liebenden. Ja, hier gab es eben einen schmerzlichen Abschied auch, nämlich so, hier war mit ja, einer liebevollen Energie. Wir schauen mal, was darüber los ist. Ritter der Stäbe, haha, Heißblütigkeit, Leidenschaft, aufregende Zeit, allerdings auf dem Kopf, ja, wir nehmen das auch so wahr. Dann die Hohe Priesterin, Fürsorge und Hingabe, Einfühlungsvermögen und Seelenverwandtschaft. Ja, die Hohe Priesterin zeigt auch eine Seelenverwandtschaft an, eine innere Klarheit und geheimnisvoll. Ja, hier war ein Geheimnis, geheimnisvolle Verbindung, so wie es aussieht. Wir haben zwei Schwerter, Mangel des Vertrauens, Zweifel und Spannungen, Entscheidungsunfähigkeit, ja, Zögern, zu sehr im Kopf und Verstand sein, sich vor Konflikten verweigern und auch das Misstrauen. Ja, jemand kam hier wirklich mit den Gefühlen nicht klar, ja, mit dieser spirituellen Dame oder dem Herren, der du hier bezeichnet wirst, so sehe ich dich hier als hohe Priesterin oder hohen Priester, wenn ihr männlich seid. Ja, hingebungsvoll, fürsorglich, ja, gute Intuition und einen hohen Wissensschatz. Ja, eine Weisheit, würde ich auch schon sagen. Das hat hier jemand total vom Pferd gehauen, vom Sockel, vom Thron. Ja, der Ritter der Stäbe ist hier ja auch schon recht schnell unterwegs. Und ja, vielleicht war man hier zu schnell unterwegs und das Pferdchen ist gestolpert. Ja, das könnte auch sein, ja. Ja, Fakt ist, hier die Trennung von der Hohen Priesterin hat hier jemanden richtig aus der Bahn geschmissen. Ja, die Liebenden. Ich sehe hier auf der Karte auch, da lugt die Schlange raus, könnte hier eben in dem Tarot für die Königin der Schwerter stehen, die hier eben kühl und distanziert ist, ja, Intelligenz, also raffiniert, ist die Schlange ja auch, also und wendig auch, cool, ja, einfallsreich sind die Schlangen ja auch, ja, die müssen ja auch wissen, wie sie vorwärts kommen. Aha, okay. Sonnenschein, Treffen, Verbindung oder auch Wiederholung oder Wiedervereinigung sehe ich hier. Da möchte man wieder in die Vereinigung kommen mit der Hohen Priesterin. Ja, nicht loslassen können. Ja, die Instabilität kam hier durch die Königin der Schwerter. Auch schicksalshafte Verbindung. Also hier kann sein, dass hier das Gegenüberlein noch mit jemandem irgendwie energetischerweise verbandelt und verbunden ist. Warum auch immer. Hier steht Lernaufgabe. Ja, ein Zyklus, den man hier für sich beenden darf. Und ich sehe hier wieder eine Schlange unter anderem. Wichtige Aufgabe, einen wichtigen Schritt jetzt gehen, einen Wechsel einleiten, ja, Altes hinter sich lassen und Neues in Angriff nehmen, ja, sei es hier eben etwas neu aufleben lassen, so sehe ich es hier, denn hier ist ne, eine Linie und der Herr hier steht Kopf, man möchte es nicht akzeptieren, dass hier ein Cut gewesen ist oder war, wann auch immer es passiert ist, sage ich jetzt mal. Man hält hier noch innerlich zumindest an einer Verbindung fest. Ja, es tut einen richtig innerlich zu reißen hier diesen Gegenüber, vermutlich auch dich, dass es hier so gekommen ist. Warum auch immer. Wie gesagt, ich sehe hier hauptsächlich die Schwere der Schwertkönigin. Denn hier drauf war ja eben auch der Beginn in was Neues.
Und sie lag hier ja auch nicht aufrecht. Also ich denke, dass es hier wirklich um eine Veränderung geht. Ja, also ein Richtungswechsel. So passt es. Genau. Richtungswechsel, jemand muss wieder in die Stabilität kommen, sich neu sortieren, schauen, wo darf ich ausmisten und wo kann ich vielleicht noch was retten, wo kann ich noch was reparieren, wenn man wieder einen Schatz findet in der Schatztruhe. Schaut man, kann man die Schätze noch behalten? Ja, liegt es einem noch in der Seele am Herzen? Oder ja, was kann man vielleicht auch abgeben? Ja, vielleicht jemand anderen damit glücklich machen. Ja, das kann man auch mit Menschen, die man loslässt, ja. Das heißt nicht wegwerfen, sondern loslassen, dass jener dann sich mit jemandem anderen zusammentun kann, die vielleicht auf der gleichen Wellenlänge schwingen. So. Gut, dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt noch erweitert sagen darf. Ich würde sagen, die Drachen machen mich heute an. Dieser schwungvollen, feurigen Energie, doch auch mit den galoppierenden Pferdchen. Was ist denn hier los? Also wirklich, hier geht es irgendwie rund. Ja, aber heute geht es rund. So. Wir haben. Das Leben auf Erden ist eine Heldenreise. Wichtig ist, das Sichtbare und Offenkundige ebenso zu meistern wie das Unsichtbare und Mystische. Ja, offenbar ist hier jemand eben wie die Axt im Wald unterwegs gewesen oder man hat sich hier beeinflussen lassen, wegtreiben lassen von seinem Glück. So kann man es klipp und klar sagen, denn so sehe und spüre ich es hier. Und das ist das offenkundige Weltliche. Und dann gibt es noch das mystische, unsichtbare, die Seelenverbindung. Und die sehe ich eben hier in dieser Ecke, ja, mit der Hohepriesterin. Und wir haben Oya spricht, geben und nehmen oder auch geben und empfangen, wie ich es nenne, sind aus der Balance geraten. Mit dem Wind erneuere ich deinen Geist, mit dem Feuer erneuere nochmal, mit dem Wind erneuere ich deinen Geist, mit dem Feuer erneuere ich dein Leben. Ja, Leben, die Leidenschaft leben, spüre ich hier. Ja, hier möchte jemand wieder die Leidenschaft aufflammen lassen, aufflackern lassen und mit dem Wind treiben lassen. Ja, hier die Leichtigkeit wieder spüren. Hier diese weißblaue Energie erinnert mich auch an Himmel und Wölkchen, ja. Also hier hat vielleicht auch jemand Himmel auf Erden oder auch Hölle auf Erden erlebt oder vielleicht sogar beides. Ja, zum einen hier die Hölle, ja, wenn man so sagen darf, so ein bisschen die Schwere, ja, die Kampfesenergie und hier das Fluffige, das aber letztendlich durch die innere Zerrissenheit oder auch durch Einmischung von außen, von anderen Energien, muss nicht nur außen sein, kann auch im Inneren sein, ja, was einem vielleicht eingetrichtert worden ist oder vielleicht immer noch, vielleicht auch schon in Kinderschuhen gesteckt bekommen hat, ja, wie eine Partnerschaft zu laufen hat oder welchen Job man haben soll und so weiter, ja, diese vorgefertigten Muster und ja, zwischen Himmel und Hölle oder Himmel und Erde sind Welten und hier darf man wieder in Balance kommen, ja, sehen, wo bin ich, wo stehe ich, wo möchte ich hin, ja, möchte ich mehr in die totale feurige Kampfesenergie, also nicht die Leidenschaft feurig, sondern wirklich Kampfesenergie erstmal, um dann Richtung Leidenschaft zu kommen, hier etwas bereinigen, sich zu erden, ja, um dann auch wieder in die Leichtigkeit zu kommen. Also ich spüre hier Erde, Feuer und Luft und Wasser hatten wir ja auch dabei, hier mit dem Fluss, das Pferdchen, das am Anfang ja scheute. Ja, hier scheut jemand tiefe Gefühle. Allerdings möchte man sie auch. Ja, jetzt darf jemand überlegen, wie weit kann ich was zulassen? Wie weit möchte ich es zulassen? Im Grunde genommen möchte es jemand, ja, Gefühle zu empfangen. Tut sich aber genauso auch schwer, welche zu zeigen, zu geben, ja, sagen. Es bedarf nicht viele Worte, ja. Man spürt eine Seelenverbindung einfach. Man spürt sie, ja. Also für mich sind Taten immer mehr zählend wie Worte, denn ja, was sind Worte wert, wenn Taten
ausbleiben. Ja? Spannend, spannend. Das Unterdeck nehmen wir auch noch mit. Da haben wir Durst auf die Probe gestellt. Um in einen glorreichen neuen Lebensabschnitt schreiten zu können, ist es notwendig, Einstellungen, Glaubenssätze tiefgreifend zu verändern. Habe ich es eben noch gesagt. Glaubenssätze, eingetrichterte Muster von Kindesbeinen an, wie etwas zu laufen hat, zu sein hat. Ja. Und ja, die traditionellen Ansichtsweisen kommen mir hier auch rein. Ja. Hier darf sich jemand befreien aus den Fesseln. Ja. Die Fesseln um einen herum, das Umfeld vielleicht und auch die innerliche, ja, jetzt geht's rund, Gefesseltheit, ja, also die Fesselung, ja, die innere Fesselung, man darf sich hiervon befreien, denn ich spüre hier eine Seele, die frei sein will, ja, die im Grunde genommen das eigene Leben jetzt endlich genießen möchte, raus aus diesem gesellschaftlichen, irdischen, wie man zu sein hat, ja, diese Vorstellungskräfte. Hier will jemand ausbrechen, grundlegend sich befreien und ausbrechen. Ja, hat bislang es noch nicht ganz so gecheckt, ja, war nicht ganz so der Checker. Ist hier aber auf einem guten Weg, so wie ich es sehe. Jetzt kommt es noch darauf an, wie viel Mut, Kraft und Stärke hier jemand an sich selbst, bei sich selbst hat, sammelt und diese auch benutzen kann, für sich nutzen kann. Ja, nicht gegen andere, sondern für sich nutzen kann, um selbst stabil dazustehen. So stabil wie mein Leuchttürmchen hier. Ja, da bleibt mir jetzt nichts anderes mehr zum Sagen. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ja, halbe Stunde genug gequasselt, würde ich sagen. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne, freue mich aufs nächste Mal, bedanke mich bei euch für jegliche Art der Unterstützung, vor allem Daumen hoch, ja, das Liken, Teilen, Abonnieren, Kommentieren und Glöckchen drücken, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es was Neues gibt an der Strandpromenade der Orakelnixe. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, Kopf hoch, wenn das Wasser auch bis zum Halse steht, denn sonst gehen wir unter, außer wir haben Kiemen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, deine Orakelnixe.